Herzlich willkommen bei dem ersten Testlauf von der Mini Bio Meiler Heizung von Natursprung. Und vor uns sehen wir ja einen Testaufbau, mit dem man also Wasser durch eine Schlauchgruppe leiten kann. Und diese verschiedenen Schläuche sind an sogenannte Hotsticks angeschlossen. Das sind zwei Kupferrohre, die zusammengelötet sind und jeweils hier mit einem Wasserrohr verbunden sind. Und diese zwei Rohre, Kupferrohre, sind im unteren Bereich. Hier in diesem Bereich sind die durch ein Zwischenstück miteinander verbunden. Die Kupferrohre sind unten zugepetzt, dass man also eine gute Stechmöglichkeit in das Meilermaterial hat. Auch dieses Führungsrohr ist unten zugepetzt. Und so kann man also mit dieser Griff wunderbar diesen Hotstick, diese Erhitzungsgestänge in das Meilermaterial sowohl senkrecht als auch waagerecht einführen, zu den Punkten, die heiß sind. Wofür nun dieses perforierte, also mit Löchern versehene Führungsgestänge? Das dient dazu, um die Temperatur in dem Meiler zu messen. Das heißt, hier kommt unsere Temperatursonde hinein und misst also die Kerntemperatur, die im unteren Bereich dann eben anfällt. Des Weiteren sind die Löcher bei diesem Führungsgestänge dafür da, eventuell Aktivierungsflüssigkeit in den Meiler zu induzieren, zu injektieren und um den Meiler zum Beispiel zu aktivieren oder noch einmal die Rotte noch mal anzuheizen. Okay, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Gestänge. Und wir haben jetzt hier schon mal für den ersten Testlauf was vorbereitet. Zum einen hier eine 12 Volt Pumpe, ja, einfach bei eBay bestellt, die 20 Liter pro Minute, 10 Liter pro Minute pumpen kann. Und ja, dann habe ich einfach hier von einem Akkuschrauber die ja, die Vorrichtung, den Akku hier eingelegt und wir lassen mal die Pumpe anlaufen. Ihr hört, wie es pumpt. Und das Wasser wird also jetzt durch den Schlauch gepumpt und kommt also am Ende hier wieder raus, erwärmt. Ja, also hier haben wir ein autonomes Heizpumpsystem, mit dem wir Wärme aus Biomasse extrahieren können. Danke euch!